Hallo und herzlich willkommen. Guten Abend. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Mein Name ist Martin Auerswald. Willkommen zu unserem heutigen Webinar zum Thema gesunde Schilddrüse. Schilddrüse ist ein absolut interessantes Thema, wo es eine ganze Menge zu erzählen gibt, wo ich auch schon selber viel, also an mir persönlich, aber auch bei Klienten, viel miterleben und lernen durfte, auch welchen großen Einfluss die Schilddrüse auf unser allgemeines Lebensgefühl hat. Deswegen freue ich mich ganz besonders über dieses heutige Webinar. Wir haben wieder weit über 1000 Anmeldungen. Das freut mich, dass das Thema so begeistert aufgenommen wurde. Und ich hoffe, es ist heute für jeden was dabei. Vorab, wem ich zu leise bin, empfehle ich einen Kopfhörer. Und weil die Präsentation ein bisschen mehr als eine Stunde geht, würde ich auch empfehlen, was zu trinken bereit zu halten, wenn wir jetzt loslegen. Eine Stunde voller Infos, voller Praxistipps, für jeden was dabei, sowohl für Betroffene als auch für viele Ärzte, Heilpraktiker, Ernährungsberater, die üblicherweise auch immer mal dabei sind. Schöne Grüße, guten Abend. Genau, wie wird es jetzt ablaufen? Ich werde jetzt ungefähr ein bisschen mehr, 60, 70 Minuten Präsentation halten. Etwa nach 60 Minuten wird jeder eine E-Mail bekommen. In dieser E-Mail ist die Aufzeichnung, also dass hier diese Präsentation enthalten. Es ist das Skript enthalten. Das Skript enthält nochmal viel mehr Text als die Präsentation an sich. In der Präsentation habe ich jetzt mehr den Fokus auf Bilder gelegt und auf das Wörtliche. Und im Skript, das jeder bekommt, sind dann noch mehr Punkte ausformuliert und aufgeführt. Also das zum Nachlesen würde ich sehr empfehlen. Es bekommt auch jeder noch ein paar weitere Praxistipps in der E-Mail. Ein paar Produktempfehlungen sind auch dabei. Und dann hoffe ich, dass für jeden was dabei ist. Und wenn Fragen nicht abgeklärt werden können in dieser Zeit, haben wir nach der Präsentation noch Zeit für eine ausgiebige Frage-Antwort-Runde. So eine Stunde haben wir sicher noch, wenn da noch Fragen sind. Und ansonsten bin ich jederzeit per E-Mail erreichbar, wenn mal noch Fragen sind, bestimmte Tipps erwünscht werden oder sogar ein Einzelgespräch bei mir wahrgenommen werden möchte, dann können wir da gerne per E-Mail auch noch drüber sprechen. Dann gebe ich jetzt mal meinen Bildschirm frei, starte mit der Präsentation. Wie wird das heute ablaufen? Na, kurz zum Aufbau der Präsentation, habe ich 8 Teile. Und das ist, denke ich, auch ein üblicher Aufbau. Ich rede erst mal ein bisschen über die Schilddrüse an sich, was die Schilddrüse macht, wo sie sitzt, welche Aufgaben und Funktionen sie hat, wie eine Schilddrüse jetzt mit Energie und schlanker Figur zusammenhängt, was ist eine Schilddrüsenunterfunktion, was ist eine Schilddrüsenüberfunktion, wie kann ich die Schilddrüsenwerte messen und interpretieren, ganz wichtig. Was schadet der Schilddrüse, was nutzt der Schilddrüse? Also ich denke, da haben wir jetzt wirklich auch verschiedene Erkrankungen dabei. Und Ziel ist am Ende, dass jeder ein bisschen besser über die Schilddrüse Bescheid weiß, wie jeder selber Schilddrüsenwerte messen und interpretieren kann, weil das ist Wissen, was nur die wenigsten Ärzte im Studium auch mitbekommen. Das werde ich ja nochmal betonen. Jeder bekommt auch Praxistipps mit, was der Schilddrüse jetzt nicht gut tut, vielleicht auch so tägliche Gewohnheiten, die man hat, die der Schilddrüse nicht gut tun. Und jeder bekommt auf jeden Fall auch viele, viele Praxistipps, wie man die Schilddrüse aktiv unterstützen kann, welche Lebensmittel, welche Alltagsgewohnheiten, welche Nährstoffe, auch welche Superfoods, welche Vitalpilze besonders gut für die Schilddrüse sind. Ja, es wird geballte Info, ich freue mich drauf. Steigen wir ein. Erstmal ein bisschen, weil ich gerne mit Schalen um mich schmeiße. 15 Millionen Menschen in Deutschland haben eine Schilddrüsenunterfunktion. Etwa die Hälfte davon ist autoimmunbedingt, Hashimoto, und die andere Hälfte nicht autoimmunbedingt. 15 Millionen, etwa jede dritte Frau und immer mehr Männer sind betroffen. Es wird mehr. Vor 20 Jahren waren Schilddrüsenunterfunktion und Hashimoto noch seltene Erkrankungen. Heute ist es sehr, sehr häufig. Und bezüglich auch auf die Energie, auf eine schlanke Figur und auf das Abnehmen-Webinar, das wir neulich hatten. 500 Kilokalorien Unterschied gibt es im Stoffwechsel, in unserem Energieverbrauch zwischen einer suboptimal oder einer schlecht arbeitenden und einer optimal arbeitenden Schilddrüse. Die Schilddrüse regelt maßgeblich, wie viel Energie wir verbrauchen, wie der Grundverbrauch unseres Körpers ist, wie der Verbrauch unseres Körpers bei Belastungen, bei Sport ist. Und entsprechend kann das eine ganze Menge Unterschied machen. Und 500 Kalorien jeden Tag nur an der Schilddrüse, das ist fast eine Tafel Schokolade oder ein Teller Nudeln, mehr oder weniger, den ein Mensch essen kann oder nicht mit einer optimal arbeitenden Schilddrüse ohne
zuzunehmen. Also es ist eine ganze Menge Unterschied. Es hat viel mit Nährstoffen, mit der Ernährung, mit Stress zu tun. Es hat viel mit dem Immunsystem zu tun, aber Schilddrüse ist auf jeden Fall ein Thema, das immer mehr Menschen interessiert. Auch immer mehr Menschen, die abnehmen möchten, aber merken, es funktioniert einfach nicht, könnte vielleicht hier in der Schilddrüse eine wichtige Ursache oder ein Grund dafür liegen, warum es nicht klappt. So, die Schilddrüse, was ist die Schilddrüse? Die Schilddrüse ist eine kleine Hormondrüse, die wir haben. Von der Größe her, hier im Vergleich daneben ein 10-Cent-Stück. Die Schilddrüse ist wirklich nicht groß. Die Schilddrüse sitzt unter unserem Kehlkopf am Hals. Und was ich jetzt mal machen werde, ich lege jetzt mal meinen Kopf in den Nacken und dann kann jeder sehen meinen Kehlkopf. Und unter dem Kehlkopf, wenn ich schlucke, bewegt sich was. Ihr merkt, ich hoffe, das war jetzt sichtbar. Ich gehe noch mal ein bisschen näher ran. Unter dem Kehlkopf ist noch so ein zweiter Knubbel. Das ist üblicherweise die Schilddrüse. Ansonsten, wenn es jetzt nicht gut zu sehen war, stellt euch gerne mal zu Hause vor einen Spiegel, legt einen Kopf in den Nacken und dann guckt und dann schluckt. Und dann guckt, was sich hier bewegt. Das ist die Schilddrüse. Die sitzt wirklich genau unter dem Kehlkopf, umschließt die Luftröhre und die Speiseröhre und die Blutgefäße, hat auch eine enge Anbindung an das Blut- und Lymphsystem, ist eine kleine Hormondrüse, ist ungefähr so groß wie eine Walnuss, also 20, 30 Milliliter vom Volumen her, ist eine hormonelle Drüse, die maßgeblich unsere Energie regelt, unseren Energieverbrauch, unsere Energiebildung und im weitesten Sinne auch unsere Lebensenergie. Nochmal hier ein bisschen anatomischer. Hier ist die Schilddrüse, hier ist unser Kehlkopf und unser oberer Hals und hier unten ist dann schon die Thymusdrüse. Die ist hier, ist eine wichtige Immunsystemdrüse. Hier ist die Schilddrüse und hier ist der Kehlkopf. Also die ist wirklich dazwischen, hat eine enge Anbindung an unser Blut- und Lymphgefäßsystem und beeinflusst maßgeblich unsere Energie. Wichtige Aufgaben der Schilddrüse, sie hat drei wichtige Aufgaben. Einmal, sie speichert Jod, sie bildet Schilddrüsenhormone, die für Energie zuständig sind und sie bildet Calcitonin und Parathormon, zwei Hormone, die den Calciumstoffwechsel maßgeblich mit Vitamin D zusammen beeinflussen. Zur Jodspeicherung, die Schilddrüse kann bis zu 50 Milligramm Jod speichern, das ist eine ganze Menge. Das heißt, eigentlich für schlechte Zeiten hat die Schilddrüse viel Jod gespeichert, um sowohl den Körper als auch sich selber mit Jod zu versorgen. Die Schilddrüse braucht das Jod, um die Schilddrüsenhormone zu bilden, aber auch für den ganzen Körper. Jedes Gewebe in unserem Körper braucht Jod, nicht nur die Schilddrüse. Und mittlerweile wissen wir auch, was Jod im Körper alles so macht. Es ist an der Entgiftung beteiligt, an vielen hormonellen Prozessen, an den Energieprozessen. Es kann auch aktiv Schwermetalle binden und ausleiten. Aber hier in unserem Kontext ist es für die Bildung von Schilddrüsenhormonen wichtig. Was auch interessant ist, für den Fall eines Supergaus, also eines atomaren Schlags, ob jetzt eine Atombombe oder dass ein AKW in die Luft fliegt, würde ganz viel radioaktives Jod in die Umwelt freigesetzt werden. Und damit sich dieses radioaktive Jod nicht in unserer Schilddrüse absetzt und speichert, gibt es von der Bundesregierung einen Notfallplan, hochdosierte Jodtabletten in der Bevölkerung zu verteilen im Falle eines Supergaus. Also man weiß, Jod ist nicht nur wichtig, sondern Jod wird auch gespeichert. Und das eine ganze Menge. Also 50 Milligramm Jod, das ist so der Bedarf von bis zu 3 Monaten Jod für den ganzen Körper am Rande. So, auch nochmal von der Kaskade. Das ist eine ganze Kaskade, die hinter der Schilddrüse steckt. Die werden wir dann nochmal klären. Es fängt an im Hypothalamus. Das ist eine hormonelle Drüse ziemlich tief im Kopf drin, welches das TRH-Hormon bildet. Das ist das TSH-Releasing-Hormon. Das TRH bindet an die Hirnanhangdrüse, die Epiphyse, und regt die Bildung von TSH an. TSH ist das thyroidea-stimulierende Hormon. TSH bindet an den TSH-Rezeptor an der Schilddrüse und regt die Bildung von T4 an. T4 ist die hormonelle Vorstufe vom aktiven Schilddrüsenhormon. Also das, was wir als aktives Schilddrüsenhormon bezeichnen, ist das T3. Und die Vorstufe, was die Schilddrüse bildet, ist das T4.
T4 wird dann ins Blut freigesetzt und je nachdem, welches Gewebe gerade aktives T3 braucht, nimmt sich das Gewebe das T4, macht daraus T3 und das wirkt dann. Ähnlich wie bei Vitamin D. Das, was wir als Vitamin D einnehmen als Nahrungsergänzung, ist auch nur die Vorstufe. Das, was am Ende dann das aktive Vitamin D im Blut ist, ist das Calcitriol. Ähnlich hier mit der Schilddrüse. Das T4 ist die Vorstufe und das T3 ist dann das aktive Hormon. Auch das, was viele, die das hier sehen, Hashimoto, Schilddrüsenunterfunktion, die Thyroxin einnehmen. L-Thyroxin ist im Grunde künstliches T4. Und die Vorstufe vom aktiven Schilddrüsenhormon, da werden wir dann auch noch drauf zu sprechen kommen. So, Funktionen der Schilddrüsenhormone. Es dreht sich im Grunde alles um Energie. Ich habe im Skript die 20 Funktionen von Schilddrüsenhormonen aufgelistet, aber im weitesten Sinne, was jeder auch hier jetzt mal verstehen sollte, am Ende ist immer das Ziel, wie dieser Herr hier oben, es geht um Energie. Die Schilddrüsenhormone regeln, wie viel Energie unser Körper produziert und wie viel Energie unser Körper verbraucht. Und also es geht wirklich um den Energiebedarf unseres Körpers. Es werden die Mitochondrien, also die Energiekraftwerke in unseren Zellen, werden zum Wachstum angeregt. Die ATP-Bildung wird angeregt. Die Durchblutung wird gesteigert. Der Kohlenhydrat- und Fettstoffwechsel wird angeregt. Die Bildung von Glücks- und Sexualhormonen wird angeregt, weil auch Dopamin und Testosteron, solche Hormone, auch indirekt beeinflussen, wie energetisch motiviert und wie viel Antrieb wir haben, weil auch das Energieverbrauch ist. Sie regen den Wachstum von gesunden Knochen, Blutgefäßen und Muskeln an. Sie regeln nicht nur den Fett-, sondern auch den Cholesterinstoffwechsel, was auch heißt, dass eine Schilddrüsenunterfunktion meistens mit einem erhöhten Triglycerid- und Cholesterinspiegel einhergeht. Also alles, was wirklich auf zellulärer Ebene Energie produziert, als auch auf Ganzkörperebene, was uns energetisch und aktiv und motiviert und auch lebensfroh macht. Ist die Schilddrüse wirklich die Hormondrüse, die unsere Lebensenergie maßgeblich beeinflusst? Ich habe am Anfang gesagt, zwischen einer optimal und einer suboptimal arbeitenden Schilddrüse kann ein Energieverbrauch von bis zu 500 Kalorien am Tag liegen. Und das merkt man. Es ist nicht nur wirklich die Zahlen schwarz auf weiß, sondern es ist einfach ein gutes Lebensgefühl und Lebensqualität, für das die Schilddrüse zuständig ist. Für die psychische Gesundheit, für die Herz-Kreislauf, für die metabolische Gesundheit, für die sexuelle Gesundheit, das sind alles energetische Prozesse. Im weitesten Sinn ist die Schilddrüse auch ein Fortpflanzungsorgan, weil sie auch die Bildung von Sexualhormonen und sexuellen Prozessen bei Mann und Frau, auch die Fruchtbarkeit bei der Frau steuert. Und die Schilddrüse arbeitet nur optimal, wenn wir uns in guten Zeiten befinden. Das ist so eines der zentralen Learnings aus diesem Webinar. Wenn wir uns nicht in guten Zeiten befinden, wo der Körper sagt, okay, ich habe genug, ich fühle mich gut, jetzt kann ich mich fortpflanzen, nur dann arbeitet die Schilddrüse auch optimal. Und die Schilddrüse erkennt, wann wir gute und wann wir schlechte Zeiten haben. Und alles, was der Schilddrüse gut tut, tut im Grunde auch dem Körper, unserer sexuellen Funktion, der Fruchtbarkeit etc. gut. Und wenn die Schilddrüse merkt, dass wir nicht in guten Zeiten leben, dann drosselt sie ihre Leistung und dann bilden wir auch weniger Schilddrüsenhormone. Und alles, was gute und schlechte Zeiten für unseren Körper, unsere Schilddrüse bedeutet, dazu kommen wir dann noch. Aber wirklich die Funktion der Schilddrüsenhormone, Energie. Es geht um Energie im weitesten und im engeren Sinne. Auch unsere Verdauungsfunktion regeln sich auch die Darmperistaltik. Also wer zu wenig Schilddrüsenhormone bildet, hat dann auch eine langsame, träge Verdauung, hat einen trägen Stoffwechsel, neigt zu Übergewicht, nimmt schnell zu und nimmt schwer ab. Also auch Übergewicht hängt ganz, ganz oft mit der Schilddrüsengesundheit zusammen. Aber im weitesten Sinne Energie. So, auch das nochmal zur Wiederholung. Für eine gute Figur, eine schlanke Figur, ist die Schilddrüse wirklich dein bester Freund, hat einen großen Einfluss auf den Energieverbrauch, auf die Wärmebildung im Körper, auch auf das Immunsystem. Das sind alles Prozesse, die viel Energie bedeuten. Ja, Wachstumsprozesse, innerer Antrieb, Motivation, sexueller Drive, das ist alles Energie und da ist alles die Schilddrüse im zentralen Hebel. Wir hatten letztens im Magazin einen Beitrag über Leptin. Leptin ist im Grunde ein enger Verbündeter von der Schilddrüse. Beide arbeiten zusammen. So, Studien haben gezeigt, ein optimaler FT3-Wert erhöht den Grundverbrauch um bis zu 500 Kilokalorien. So, das sind die Menschen, die immer Energie und Antrieb haben, die scheinbar essen können, was sie wollen, ohne zuzunehmen. Und dann gibt es noch die Menschen, die ein Stück Kuchen nur angucken müssen und dann haben sie schon zugenommen.
Da ist ganz, ganz häufig die Schilddrüse maßgeblich verantwortlich. Schilddrüsenkaskade, nochmal anschaulich. Wir haben, bis wir am Ende, bis wir aktives T3 haben, das ist unser T3, das wollen wir haben. Das macht Energie, das macht Konzentration, ein gutes Lebensgefühl, Wohlbefinden. Was wir brauchen, TRH, und da hängt, also das hier, da ist eigentlich noch Leptin. Leptin regelt die Freisetzung von TRH. TRH bindet an die Hypophyse, das ist dies hier. TSH ist das schilddrüsenstimulierende Hormon. Und damit TSH an die Schilddrüse bindet und die Bildung von T4 anregt, braucht es Nährstoffe. Die wichtigsten Nährstoffe dafür sind Jod, Zink, Eisen, Tyrosin und im weitesten Sinne auch B-Vitamine. Das wird für die Bildung von T4 benötigt. Das wird dann ins Blut freigesetzt. Die Schilddrüse kann auch T3 produzieren, macht es aber in der Regel nicht. In der Regel sind es vor allem Leber, Muskelzellen und Gewebetypen in der Peripherie des Körpers, die das T3 produzieren. Um aus T4 T3 zu bilden, brauchen diese Zellen Selen und öfters auch Zink. Und ein ganz wichtiger Knackpunkt, nur weil wir aktives T3 bilden, heißt es nicht, dass das aktive T3 wirkt. Es kann nämlich auch sein, dass T3 gebildet wird und der Körper merkt, oh, es sind gerade ungünstige Zeiten, ich will Energie sparen, ich mache jetzt aus dem aktiven T3 inaktives RT3, das heißt reverses T3. In Zeiten von Stress und Energiemangel und anderen Problemchen kann der Körper nicht nur die Bildung von T3 auf dieser Seite hier stoppen, sondern der Körper kann auch das aktive T3 hernehmen und wieder inaktivieren und es quasi rückgängig machen. Aber das ist so die Schilddrüsenkaskade. Normalerweise ist alles logisch aufeinander aufgebaut. Die Schilddrüse macht T4, der Körper macht dann T3 draus. Das T3 regelt dann wiederum die Bildung von TSH. Also es ist eine negative Feedbackschleife. Heißt, wenn wir ausreichend T3 haben, dann wird auch die weitere Bildung von TSH gehemmt. Und so reguliert sich der ganze Kreis selber. Aber üblicherweise, vor allem wer eine Schilddrüsenerkrankung oder Schilddrüsenunterfunktion hat, hat irgendwo in dieser Kaskade ein Problem. Und das wollen wir uns heute mal genauer angucken. Schilddrüsenunterfunktion, das ist ein Zustand, in dem die Schilddrüse zu wenig Hormone bildet, also zu wenig T4 und auch zu wenig T3 am Ende im Körper ankommt. Und wenn wir zu wenig T3 haben, dann haben wir einen Zustand eines chronischen Energiemangels. In vielen, vielen verschiedenen Facetten, die Symptome kommen gleich, hat unser Körper irgendwo zu wenig Energie. Diagnose gestaltet sich so, wahrscheinlich meistens oder idealerweise ist es eine Kombination aus Ultraschall und Blutwerte. Meistens ist das Schilddrüsenvolumen erhöht. Also hier sieht man eine gesunde Schilddrüse von der Größe her und bei einer Unterfunktion kommt es häufig zu einer Schilddrüsenvolumenerhöhung. Das kann man im Ultraschall messen. Das merkt man dann oftmals auch hier als ein Kropf. Aber ein Kropf ist wirklich schon eine sehr starke Vergrößerung. Oftmals ist das mit dem bloßen Auge nicht immer sichtbar. Aber im Ultraschall kann man es messen, dass das Schilddrüsenvolumen erhöht ist. Außerdem sind im Blut die TSH-Werte erhöht. Über einem Wert von 2,5 sprechen wir schon von einer Schilddrüsenunterfunktion. Und wenn der T3-Wert erniedrigt ist, in der Praxis spreche ich schon bei einem Wert von unter 3,5 Picogramm pro Milliliter von einer Schilddrüsenunterfunktion. Idealerweise bei der Diagnose kommen diese drei Faktoren zusammen. In der Praxis wird meistens nur TSH gemessen. Da kommen wir dann noch dazu. Früher, als es noch kein jodiertes Speisesalz gab, waren in der Bevölkerung, vor allem in Süddeutschland und in den Alpenregionen, sogenannte Kropfhalsbänder noch relativ verbreitet. Kropfhalsbänder sind wirklich Halsbänder, die Frauen hier getragen haben, um den Kropf zu verdecken und den Kropf zu schmücken. Wichtig ist nämlich, ausreichend Jod zuzuführen, damit die Schilddrüse gut arbeiten kann. Und Jod finden wir hauptsächlich in Fisch, Meeresfrüchten und Meersalz. Und vor allem bis vor 100 Jahren, als es noch keine Autos, Flugzeuge und Autobahnen gab, gab es in den Alpenregionen einfach kein Jod für die Menschen, nur in Spuren. Deswegen waren da Kröpfe und Schilddrüsenunterfunktionen sehr, sehr pandemisch verbreitet. Und in der Realität sind Frauen empfindlicher, was die Schilddrüse angeht, als Männer. Und allein schon, dass es damals Kropfhalsbänder gab und heute Kropfhalsbänder eher in Vergessenheit geraten sind, das zeigt schon mal, dass es nicht nur heute, sondern schon immer ein Problem war. Aber in den letzten 10 Jahren beobachten wir eine starke Zunahme der Schilddrüsenprobleme in der Bevölkerung.
So, die Symptome. Ich spreche hier mit Bildern. Im Skript sind wirklich verschiedenste Symptome nochmal schriftlich aufgefasst. Es hängt wirklich an Energie. Auf zellulärer Ebene ist zu wenig Energie da, zu wenig ATP-Bildung, zu wenig Mitochondrien, zu wenig gesunde Mitochondrien. Auf Ganzkörperebene merkt man das dann wirklich, man schläft schlecht, der Schlafbedarf ist erhöht, du wachst früh auf und fühlst dich nicht erholt, deine Verdauung ist eher langsam, du neigst zu Verstopfung, du frierst ständig, vor allem jetzt im Winter, du frierst viel, weil auch Wärmebildung, Thermogenese mit der Schilddrüse zusammenhängt. Du hast oftmals ein komisches, spannendes Gefühl hier im Nackenbereich, vielleicht auch hier, dass es manchmal einfach drückt oder dass hier eine Verdickung oder eine Vergrößerung spürbar ist, ein Kropf. Du neigst zu Übergewicht, du nimmst schnell Gewicht zu und nimmst nur langsam Gewicht wieder ab. Du hast das Gefühl, dein Stoffwechsel ist irgendwie eingeschlafen. Du merkst auch tagsüber, dass du viel müde bist, dass du vielleicht sogar eine chronische Müdigkeit hast, dass du viel Stimulanzen brauchst, um den Tag zu überstehen. Kaffee, Cola, Zucker, Zigarettenkonsum. Das sind alles Symptome von einer Schilddrüsenunterfunktion. Und je mehr diese Symptome jetzt auf dich zutreffen und du dich angesprochen fühlst, desto realistischer oder wahrscheinlicher ist es, dass bei dir eine Schilddrüsenunterfunktion vorliegt. Und um die Diagnose abzuklären, da kommen wir dann auch nochmal dazu, am besten beim Arzt. Du sagst, du vermutest bei dir eine Unterfunktion, wenn bei dir in der Familie schon eine Schilddrüsenerkrankung diagnostiziert wurden, ist der Arzt noch am bereitesten, da mal nachzumessen. Wichtig ist, einen Ultraschall zu machen. Wichtig ist aber auch, im Blut nachzumessen, T4, T3 und TSH, alle drei Werte. Genau, das sind alles so Symptome von einem Energiemangel, auch Konzentrationsprobleme, ein schwaches Immunsystem, wiederkehrende Infekte sind im weitesten Sinne auch. Ich hatte schon mal gesagt, Energieverbrauch, aber auch Ausscheidung. Wenn die Triglyceride und die Cholesterinwerte erhöht sind, üblicherweise ist das auch ein Zeichen für eine Unterfunktion, weil auch die Bildung von Gallensäuren, die Fettaufnahme, aber auch die Ausscheidung von Cholesterin aus dem Körper regeln, auch an der Schilddrüse hängen. Also ich hatte früher auch eine Schilddrüsenunterfunktion, immer erhöhte Cholesterinwerte, als meine Unterfunktion dann beseitigt war, waren auch meine Cholesterinwerte wieder im Rahmen. Und weil wir auch schon Webinare zum Thema Herz-Kreislauf-Gesundheit und Cholesterin hatten, Schilddrüsenunterfunktion an sich ist ein wichtiger Risikofaktor für erhöhte Cholesterinwerte. Dann das Gegenteil von Unterfunktion, nämlich eine Überfunktion, dass zu viele Hormone gebildet werden und der Körper quasi in einem Zustand einer chronischen Energieüberladung ist. Manchmal haben die auch einen Kropf, aber eher selten. Diagnostiziert wird es durch einen reduzierten TSH-Wert und da sprechen wir meistens von einem TSH-Wert von unter 0,5 und einem erhöhten T3-Wert von über 4,2 Picogramm pro Milliliter, meistens beides. Wie sich das äußert? Ja, der Körper hat zu viel Energie, also man hat dann eher ständig Hummeln im Hintern, man hat einen sehr schnellen Stoffwechsel, man hat das Gefühl, dass das Essen, das man isst, einfach verpufft, man hat Probleme, Gewicht zuzunehmen, neigt eher zu Untergewicht, hat Probleme damit, Muskelmasse oder generell Gewicht aufzubauen. Häufig sind leicht hervortretende Augen noch im Spiel, da kommen wir dann auch noch dazu, hängt dann auch manchmal an einer Autoimmunerkrankung. Ja, Herzklopfen, Herzrasen, Schweißausbrüche, dass man nachts nicht schlafen kann, weil das Herz so wummert, Neigung zu Bluthochdruck. Das sind alles Funktionen oder Symptome einer Energieüberladung, die einer Schilddrüsenüberfunktion hängen bleiben können. Eine Schilddrüsenunterfunktion ist sehr häufig. Da haben wir ungefähr 15 Millionen Betroffene in Deutschland. Schilddrüsenüberfunktion ist vergleichsweise selten bei 1 bis 2 Millionen Betroffenen. Was auch möglich ist, nicht immer für eine Erkrankung sprechen kann, muss, aber kann, sind Knoten. Knoten sind Regionen in der Schilddrüse mit einer erhöhten oder reduzierten Aktivität. Also eine reduzierte Aktivität, das ist ein sogenannter kalter Knoten. Erhöhte Aktivität ist ein heißer Knoten. Kalte Knoten sind nicht sonderlich aktiv, produzieren auch nicht viele Schilddrüsenhormone und können ein Risikofaktor für eine Unterfunktion sein. Eine Schilddrüsenüberfunktion, aber auch Hashimoto haben häufig als Vorstufe heiße Knoten. Heiße Knoten können auch einen Risikofaktor für Schilddrüsenkrebs darstellen. Wenn also bei einem Ultraschall oder einer anderen Untersuchungsszintigraphie ein Knoten oder mehrere Knoten festgestellt wird, ist wichtig zu unterscheiden, haben wir einen heißen oder einen kalten Knoten.
Bei einem kalten Knoten können wir vor allem mit Nährstoffen wieder die Schilddrüsenaktivität anregen. Bei einem heißen Knoten sollten wir das gut im Auge behalten, weil dadurch sich die Schilddrüse entzünden kann und aus einer Schilddrüsenentzündung eine Autoimmunerkrankung, aber auch Schilddrüsenkrebs erwachsen kann. Das sollte man dann engmaschig untersuchen. Knoten und Kropf sind sehr häufig. Das ist hier eine Untersuchung, die im Jahre 2004 an fast 100.000 deutschen Arbeitnehmern durchgeführt wurde. Das war eine reine Routineuntersuchung. Es wurde festgestellt, dass bei jedem dritten Untersuchten ein Kropf oder Knoten oder beides vorliegt. Jeder dritte Mensch hatte also eine Schilddrüse, die bereits krankhafte Veränderungen hatte, die man messen konnte. Und von diesen 33%, wenn man es auf die Gesamtbevölkerung hochrechnet, sind es ungefähr 20 bis 25 Millionen Erwachsene. Von denen hatte ungefähr die Hälfte eine Schilddrüsenerkrankung wie eine Unterfunktion. Und jeder Dritte, der das hier wahrscheinlich sieht, trotz halbwegs guter Jodversorgung in Deutschland, haben wir immer noch sehr häufig Kropf, Knoten und andere Probleme. Also Schilddrüse ist sehr relevant. Und auch wenn man häufig lesen kann, dass Hashimoto sehr selten vorkommt, wenn man sich mal epidemiologische Studien anguckt und vor allem auch solche Studien, zeigt sich doch eher, dass Schilddrüsenerkrankungen sehr pandemisch geworden sind und bereits jeder Dritte eine krankhafte Veränderung einer Schilddrüse hat. Und ja, 10 bis 15 Millionen Menschen in Deutschland eine Unterfunktion haben. Also Schilddrüse wird im medizinischen Studium noch sehr wenig gelehrt und in der Forschung tut sich auch noch nicht so viel, wie es tun könnte. Aber in der Praxis sehen wir, dass es wirklich zu einem massiven oder einer massiven Zunahme von Schilddrüsenproblemen in den letzten Jahren gekommen ist. Hashimoto werden sicher auch viele haben, die das hier sehen. Hashimoto ist eine Autoimmunerkrankung der Schilddrüse. Das Immunsystem greift die Schilddrüse an. Es gibt zwei Verläufe von Hashimoto. Einmal gibt es den Verlauf, wo die Schilddrüse sich entzündet und sich ein Kropf oder eine Wucherung, ein Struma bildet. Das heißt, die Schilddrüse nimmt an Gewicht oder an Volumen zu. Und dann gibt es noch den Verlauf von Hashimoto, wo das Immunsystem die Schilddrüse angreift, entzündet und im Laufe der Erkrankung in verschiedenen Monaten, Jahren es zu einem Abbau der Schilddrüse kommt. Die zwei Formen gibt es. Die häufigste Form ist tatsächlich die Form, wo die Schilddrüse durch das Immunsystem angegriffen und abgebaut wird. Und dadurch, dass die Schilddrüse an der Arbeit oder sich entzündet und an der Arbeit aktiv gehemmt wird, kommt es natürlich zu einer Schilddrüsenunterfunktion. Durch die Entzündung kommt es aber, also im weiteren Verlauf, 90% der Zeit, so als Faustregel, liegt eine Unterfunktion vor, also ein Zustand oder Symptome eines Energiemangels. Es kommt aber immer mal dazu, dass Teile der Schilddrüse durch die Entzündung freigesetzt werden, ins Blut freigesetzt werden, also kleine Stückchen Schilddrüse werden freigesetzt. Die darin gespeicherten Hormone werden auf einen Schlag freigesetzt und das heißt, es kommt zu einer kurzfristigen Schilddrüsenüberfunktion. Das heißt, die Unterfunktion, die Standard ist, wird von kurzen Phasen, kurzen Schüben einer Überfunktion unterbrochen, Hitzewallungen, Herzrasen, Schweißausbrüche üblicherweise. Das ist Hashimoto. Im Frühstadium oder generell bei Hashimoto ist es ganz, ganz wichtig, dass man die Erkrankung möglichst früh erkennt und auch gut behandelt, weil je länger es dauert, auch die Entzündung in den Griff zu kriegen, kann es passieren, dass die Schilddrüse bereits so weit degeneriert ist, beziehungsweise die Schilddrüse überwiegend schon abgebaut wurde, dass man hier nicht mehr von Heilung sprechen kann. Es ist also wichtig, auch wenn man die Symptome hat, abzuklären, habe ich nur eine Unterfunktion oder habe ich Hashimoto? Und wenn ich Hashimoto habe, die Autoimmunreaktion möglichst schnell in den Griff zu kriegen. Habe ich schon oft genug erlebt, dass irgendwann gar keine Schilddrüse mehr vorhanden war und die Patienten lebenslänglich Schilddrüsenhormone einnehmen mussten. Im Frühstadium haben wir bei Hashimoto stark erhöhte TSH-Werte. Also TSH-Werte von über 7, teilweise von über 10. Die Antikörperwerte sind erhöht. Die drei wichtigsten Antikörper für Hashimoto sind TRAK, TGAK und TPOAK. Außerdem haben wir Auffälligkeit im Ultraschall. Also bei Hashimoto ist es tatsächlich so, dass man sieht, dass die Oberfläche nicht mehr homogen, also gleichmäßig ist, sondern heterogen ist.
Oftmals sieht es auch so aus, als ob sich Würmer ihren Weg durch die Schilddrüse fressen. Das sind dann die aktiven Autoimmunregionen. Es gibt aber auch die seronegative Hashimoto. Die wird bei ungefähr 20% der Hashimoto-Fälle beobachtet, dass zwar offensichtlich die Schilddrüse entzündet ist und es zu einem Abbau der Schilddrüse kommt, aber keine Antikörper gemessen werden können. Für die Therapeuten und Ärzte hier, seronegative Hashimoto äußert sich durch rein T-Lymphozyten, welche keine Antikörper bilden, und es sind auch keine Antikörper, die wir messen können. Die Antikörper hier, die wir messen, TAK, TGAK, TBOAK, sind durch B-Lymphozyten produziert. Es gibt auch die rein T-lymphozytische Hashimoto, seronegativ. Das heißt, wir haben nur T-Zell-Rezeptoren, die als Antikörper auf die Schilddrüse ansprechen. Das heißt, nur weil wir keine Antikörper messen können, heißt es nicht, dass kein Hashimoto vorliegt. Das ist Hashimoto. Wir haben mittlerweile zwischen 4 und 8 Millionen Betroffene Hashimoto in Deutschland, Tendenz steigend. Das ist also keine seltene Erkrankung mehr, sondern bereits ein Massenphänomen. Das Gegenteil, Morbus Basedow ist eine Autoimmunerkrankung, wo es zu einer dauerhaften Überfunktion kommt. Warum hier Heino im Bild ist, sage ich gleich. Bei Morbus Basedow ist es so, dass das Immunsystem Antikörper gegen den TSH-Rezeptor bildet. Diese Antikörper blockieren den TSH-Rezeptor und aktivieren ihn dauerhaft. Das heißt, es kommt zu einer dauerhaften Aktivierung der Schilddrüse, zu einer dauerhaften Bildung von Schilddrüsenhormonen. Und dadurch, dass der TSH-Rezeptor blockiert ist, kann das T3, das am Ende gebildet wird, natürlich nicht mehr die Bildung und die Wirkung von TSH regulieren. Das heißt, es kommt wirklich zu einer krankhaften Erhöhung von T3, die auch messbar ist, aber durch die Antikörper zu einer dauerhaften Aktivierung und auch Entzündung der Schilddrüse. So, hier ist Heino im Bild. Heino hat immer eine Sonnenbrille, und wer Heino von früher noch kennt, als er noch ganz jung war, als er noch keine Sonnenbrille hat, Heino hat seit seiner Jugend Morbus Basedow, und bei dieser dauerhaften und auch krankhaften Schilddrüsenüberfunktion kommt es zu einem Phänomen, dass die Augen ein wenig hervortreten, also das Glubschaugensymptom. Und um das zu überdecken, hat sich Heino irgendwann gedacht, ich mache die Sonnenbrille zu meinem Markenzeichen und zeige mich nur noch in Sonnenbrille in der Öffentlichkeit. Aber eigentlich ursächlich dafür ist sein Morbus Basedow, das er schon seit langer Zeit hatte. Und vielleicht noch ein Fun Fact: Bruce Lee hatte höchstwahrscheinlich auch Morbus Basedow und dadurch Herz-Kreislauf-Probleme und ist auch in bereits jungen Jahren gestorben, indirekt an seiner Autoimmunerkrankung. So, Morbus Basedow ist nicht so häufig wie Hashimoto. Wir haben ungefähr 1 Million Betroffene in Deutschland, wobei 1 Million auch schon 1 Million zu viel ist. Wichtig bei Basedow ist, Stress reduzieren, Jod meiden und das Hashimoto-Protokoll durchführen. Ein Hashimoto-Protokoll werde ich dann noch geben. Wichtig bei Basedow ist wirklich dauerhaft Jod zu meiden und auch mit Jod aufzupassen. Bei Hashimoto wird es irgendwann wieder wichtig, Jod einzubauen. Bei Morbus Basedow aktuell nicht. So, das waren jetzt die ganzen Schilddrüsenerkrankungen, wie man sie erkennt, was sie charakterisiert und wie man sie auch messen kann. Ich hoffe, das war ausreichend und verständlich. Wenn ich zu schnell war, gerne nochmal dann die Aufzeichnung angucken und gerne auch nochmal im Skript nachlesen. Das ist auch noch ein bisschen ausführlich alles. So, Werte messen, interpretieren. Wichtig oder das Einfachste und Gängigste ist die Routinemessung beim Hausarzt. Beim Hausarzt einmal im Jahr am besten ein großes Blutbild machen lassen, TSH, T4 und T3 messen lassen, weil zur Überprüfung der Schilddrüsengesundheit und wie viel Energie dem Körper wirklich zur Verfügung steht, sind alle drei Hormone wichtig. Üblicherweise wird beim Hausarzt nur TSH gemessen. Das ist relativ veraltetes Wissen, und die meisten Ärzte lernen heutzutage im Medizinstudium immer noch, dass es völlig ausreichend ist, TSH zu messen, um die Schilddrüse zu überprüfen. TSH ist nur die halbe Miete. TSH kann einen guten Hinweis geben, wie aktiv die Schilddrüse ist. Aber TSH zeigt nicht immer, wie viel T3 wir am Ende im Körper haben und wie viel Energie wir wirklich haben, Energie fühlen, Lebensenergie haben. Das entscheidet sich am T3 und nicht am TSH. Deswegen ist es wichtig, alle drei Werte zu messen, TSH, T4 und T3.
Bei Verdacht auf eine Erkrankung oder Unter- oder Überfunktion ist es auch empfehlenswert, einmal im Jahr einen Ultraschall zu machen beim Arzt und routinemäßig einmal im Jahr diese drei Werte überprüfen lassen. Wer abnehmen möchte und es nicht schafft oder Probleme mit dem Abnehmen hat, wer das Gefühl hat, der hat einen trägen Stoffwechsel, auf jeden Fall alle drei Werte messen lassen. Sollte der Arzt sich weigern und nur TSH messen, T4 und T3 nicht messen wollen, empfehle ich, das entweder selber zu bezahlen oder den Arzt zu wechseln. Ist auch häufig bei Patienten mit Hashimoto, wo der Arzt einfach nur Blindthyroxin verschreibt und TSH misst. Das ist ein ganz klares Indiz, dass der Arzt zu wenig Fachwissen über die Schilddrüse hat. Arzt wechseln. Es ist unser Recht, den Arzt zu wechseln, wenn wir nicht zufrieden sind. Und das Wissen um eine aktive und gesunde Schilddrüse nur wenige Ärzte wirklich verstehen und verinnerlicht haben. Wenn der Arzt einfach nur Blindthyroxin verschreibt und TSH misst, meine Empfehlung, Arzt wechseln. Aber zum Werte messen, genau diese drei Werte sind wichtig. Bei einer Schilddrüsenunterfunktion oder Überfunktion können dann auch noch die Antikörper im Blut gemessen werden. Und da ist dann auch wichtig, bei einem Ultraschall abzuklären, ob eine Autoimmunerkrankung vorliegt oder nicht. Wenn das mit dem Arzt nicht möglich ist, wenn der Arzt sich weigert, es einfach zu umständlich ist, gibt es auch die Möglichkeit, mittlerweile Bluttests für zu Hause zu bestellen, sich zu Hause ein paar Tropfen Blut abzunehmen, das ins Labor zu schicken und das Labor misst dann direkt. Das ist immer einfacher und die meisten Ärzte erfahrungsgemäß weigern sich, alle Schilddrüsenwerte zu messen, also TSH, T4 und T3. Unsere Empfehlung, wenn das der Fall ist, der Test Mai-Gewichtskontrolle von Lykon mit unserem Rabattcode kostet ja 85 €, ist nicht viel. Und dafür, dass man die Schilddrüsenwerte bekommt, zusammen mit anderen wichtigen Stoffwechselmarkern, für überschaubares Geld. Und es ist sehr viel einfacher, man spart viel Zeit, man spart sich viele unnötige Diskussionen mit dem Arzt. Ist eine gute Empfehlung. Aber wenn man einen Arzt oder Heilpraktiker findet, der das misst und sich auch mit dem Thema gut auskennt, optimal. So, Werte interpretieren. Gucken wir uns mal TSH an. Bei TSH ist der Referenzbereich in der konventionellen Medizin bei 0,24 bis 4,2. Der Optimalbereich liegt bei 1 bis 2. Also unter 1 würde ich schon mal gucken, liegt eine Überfunktion vor. Wenn der TSH-Wert über 2 ist, würde ich gucken, liegt vielleicht eine Unterfunktion vor. Spätestens ab 2,5 ist es erfahrungsgemäß immer eine Unterfunktion. Also der Referenzbereich bis 4 ist viel zu weit gegriffen. Unter 0,5 ist definitiv eine Überfunktion. Über 2,5 ist definitiv eine Unterfunktion. Deswegen Optimalbereich ist von 1 bis 2. Und wenn die Werte da nicht drin liegen, würde ich auf jeden Fall T3 angucken. Ich würde den Ultraschall und auch mal die Selbstwahrnehmung. Also wie fühle ich mich, wie viel Energie habe ich, wie konzentriert und fit und lebendig und energetisch bin ich. Das ist TSH. T3 ist der Referenzbereich bei 1,8 bis 4,2, viel zu weit gegriffen. Der Optimalbereich ist bei 3,5 bis 4. Da ist wirklich ausreichend Energie da, aber nicht zu viel. Die Verdauung ist optimal, der Stoffwechsel ist optimal, es ist genug Energieverbrauch da, genug Thermogenese da, das Immunsystem freut sich. Also der Optimalbereich ist bei 3,5 bis 4, das ist das Ziel. Bei unter 3,5 würde ich schon mal gucken, was fehlt der Schilddrüse, und bei unter 3 ist definitiv eine Unterfunktion. Bei über 4,2 ist definitiv eine Überfunktion, bei unter 3 ist definitiv eine Unterfunktion. Und bereits bei einem T3-Wert von unter 3,5 würde ich schon mal gucken, was fehlt der Schilddrüse, um optimal arbeiten zu können. Und bei Unterfunktion und Verdacht auf Hashimoto wichtig, Ultraschall machen lassen und eventuell sogar die Antikörper messen. Thyroxin ist ein künstliches T4-Präparat, also es ist künstliches FT4, das dem Körper zugegeben wird, um die Schilddrüse zu entlasten und um den Mangel an Schilddrüsenhormonen auszugleichen. Wird oftmals bei einer Schilddrüsenunterfunktion und besonders bei Hashimoto in der konventionellen Medizin gegeben. Dadurch kommt es tatsächlich auch zu einer Reduktion von TSH und zu einer Entlastung und Entzündungslinderung in der Schilddrüse. Allerdings ist es eine rein symptomatische Therapie, weil nicht die Ursachen der eigentlichen Unterfunktion abgeklärt werden. Und
Vor allem bei Hashimoto die Thyroxingabe nur in 5% der Fälle zu einer Remission der Symptome kommt. In 95% der Fälle bleibt die Autoimmunreaktion auf die Schilddrüse bestehen. Und auch Thyroxin kann das Problem nicht lösen, sondern kann das Problem nur verlangsamen. Also ich sage immer dazu, man guckt der Schilddrüse langsam, aber sicher dabei zu, wie sie zugrunde geht und hofft, das Ganze zu verlangsamen. Aber wirklich stoppen kann man es nicht. Wirklich stoppen kann man es nur mit dem, was dann gleich noch kommt, mit gesunder Ernährung und Lebensführung. Auch wichtig, Thyroxin, klar, hat seine Daseinsberechtigung, das wollte ich jetzt nicht ausschlagen. Aber zur Aktivierung von T4 und T3 braucht der Körper Selen und auch Zink. Und wenn man Thyroxin nimmt, auch in hoher Menge, und es trotzdem nicht zu einer Besserung der Symptome kommt, würde ich mal gucken, habe ich einen Zink- oder Selenmangel? Und kommt es vielleicht zu einer Inaktivierung von FT3 in RT3? Habe ich vielleicht zu viel Stress im Alltag? Habe ich Trauma, tiefer liegende, unterbewusste Traumata, negative Glaubenssätze, die mit meinem Alltag kollidieren, erhöhte Erwartungen an mich selbst, Perfektionismus, auch das ist Stress für die Schilddrüse und auch das kann dazu führen, trotz Thyroxin, dass der T3-Wert niedrig ist. Da kann man dann nochmal das RT3 im Blut messen. Üblicherweise kommt es dann zu einer Inaktivierung von FT3 in RT3. Ja, aber Thyroxin alleine hat die Probleme nur in den wenigsten Fällen gelöst. Wie Thyroxin einzunehmen ist, nüchtern mit einem großen Glas Wasser, mindestens 15 Minuten vor dem Frühstück. Am besten direkt nach dem Aufstehen, das Erste, was ihr macht, in die Küche gehen, Thyroxin mit einem großen Glas Wasser nehmen, aber bitte auch alles andere in diesem Webinar abklären. Thyroxin alleine hat die Probleme noch nicht gelöst. Jetzt kommen wir zum eigentlich wichtigen Thema von diesem Webinar. Auch bisher ist es wahrscheinlich auch viel Technik und viel Therapeutisches dabei. Wir haben dann noch Zeit für eine Fragerunde, auch wenn jetzt noch Unklarheiten herrschen. Im Skript wird das Ganze noch mal ein bisschen ausführlicher beschrieben und wir haben dann noch die Fragerunde. Also wenn was zu schnell war oder zu technisch nicht verstanden wurde, stellt gerne diese Frage dann in der Fragerunde. Jetzt gucken wir uns an, was mag die Schilddrüse nicht? Wie erkennt die Schilddrüse also eine schlechte Zeit? Und was braucht die Schilddrüse, um optimal zu arbeiten? Was ist für die Schilddrüse eine gute Zeit? Jetzt gucken wir uns erstmal alles an, was die Schilddrüse belastet und schadet, was eine Schilddrüsenunterfunktion und sogar Hashimoto triggern kann und wie die Schilddrüse merkt, ob wir uns in guten Zeiten befinden und ob es gut ist, jetzt wirklich Energie zu produzieren. Und das sind alles Sachen, die der Schilddrüse sagen, dass wir in schlechten Zeiten, in Überlebenszeiten leben und es daher besser ist, Energie zu sparen. Stress, ganz wichtig. Stress ist für den Körper eine Überlebenssituation. Wir kämpfen über unser Überleben. Wir hatten auch schon über Stress ein eigenes Webinar. Dauerhafter Stress im Alltag ist ein Hauptgrund für Schilddrüsenunterfunktion und auch für Hashimoto, weil die Schilddrüse einfach sagt, nee, wir kämpfen gerade um unser Überleben. Wir müssen jetzt Energie sparen. Und zur Not hemmt der Körper die Schilddrüse künstlich oder mit Hochdruck mittels Antikörper. Also Hashimoto ist oftmals nur eine Reaktion des Körpers, mit aller Gewalt Energie zu sparen. So, Stress in allen Facetten und Stress kann auch bedeuten, rechts unten, dass wir einen erhöhten Erwartungsdruck haben an uns selber oder von außen, zu viel Druck von unserer Umwelt an uns selber, dass wir irgendwie Vollzeit arbeiten und uns um die Kinder kümmern und vielleicht noch andere Familienangehörige versorgen und dreimal die Woche abends einen Verein leiten. Also wirklich erhöhte Erwartung und erhöhter Druck ist auch Stress und hängt auch oft mit Schilddrüsenunterfunktion zusammen. Ungünstige Glaubenssätze genauso sind auch wichtige Auslöser von Stress. Perfektionismus und Helfersyndrom. Also ich muss immer allen helfen und ich bin der Letzte, dem ich helfe. Helfersyndrom und Perfektionismus sind zwei häufige Glaubenssätze, die wir bei Schilddrüsenpatienten sehen. Es gibt aber auch Traumata, vielleicht auch Traumata aus unserer Kindheit oder einer früheren Situation, kann auch hier die Schilddrüse belasten. Auch 20, 30 Jahre später kann das noch sich auf die Schilddrüse über Stress auswirken. Dann Nährstoffmängel, wenn die Schilddrüse nicht ausreichend Bausteine hat, um ihre Hormone zu bilden, klar, dann bildet sie zu wenig Hormone, sprich Unterfunktion. Gluten ist etwas, was die Schilddrüse überhaupt nicht leiden kann. Es triggert sowohl das Leaky Gut Syndrom als auch die Schilddrüse selber.
Gluten, das Weizenprotein, beziehungsweise das Getreideprotein, das wir in Weizen, Dinkel, Gerste und Roggen finden. Jeder mit Schilddrüsenproblemen empfehle ich eine glutenfreie Ernährung. Es kommt zu Kreuzreaktionen, das heißt, das Gluten lagert sich an die Schilddrüse an und das Immunsystem bekämpft das Gluten, aber beschädigt indirekt auch die Schilddrüse, sehen wir ganz häufig. Und das bei Hashimoto ganz häufig, bei Mopes-Basedow ganz häufig, bei einer Unterfunktion ohne Autoimmuncharakter kann es vorkommen, muss aber nicht. Was ich pauschal jedem empfehle mit Schilddrüsenproblemen, Gluten meiden. Manche Schwermetalle bei manchen Patienten lagern sich gerne an der Schilddrüse ab und Schwermetalle können die Enzyme in der Schilddrüse direkt hemmen. Vor allem die Dejodase, die das T4 in T3 umwandelt, kann durch Quecksilber, Blei und Cadmium aktiv gehemmt werden. Also Schwermetallbelastung, ganz häufiges Thema bei Schilddrüsenpatienten. Infektionen, bestimmte virale Erreger lagern sich sehr gerne in der Schilddrüse ein. Und die Schilddrüse hat kein eigenes Immunsystem, aber das Immunsystem, das dann gerufen wird und die Krankheitserreger bekämpfen, aber damit auch die Schilddrüse beschädigen. Also hinter Hashimoto steckt auch oftmals eine chronische Infektion. Chronische Entzündungen im Körper generell. Wenn der Körper chronisch entzündet ist, sind wir in einer schlechten Zeit, in einer Überlebenssituation und es kommt zu einem Energiemangelzustand. Bewegungsmangel, also Bewegung und Sport hat nichts mit vielen Muskeln und Ästhetik zu tun, sondern auch mit der Herz-Kreislauf-Gesundheit und auch mit der Schilddrüse. Wenn die nämlich merkt, dass wir uns überhaupt nicht bewegen oder dass wir uns viel zu viel bewegen, sprich Triathleten, Leistungssport, 30 Stunden plus Sport in der Woche. Zu wenig oder zu viel Sport ist auch ein ungünstiges Signal für die Schilddrüse. Dann Leaky Gut-Syndrom. 80% aller Patienten mit Hashimoto oder Morbus Basedow, die ich sehe, haben auch ein Leaky Gut-Syndrom. Und viele mit Schilddrüsenunterfunktion und Leaky Gut haben ein hohes Risiko, Hashimoto zu bekommen. Und Leaky Gut-Syndrom an sich ist auch eine wichtige Ursache für eine Belastung mit Krankheitserregern, Schwermetallen und chronischen Entzündungen im Körper. Das heißt, das würde ich mir auch mal angucken. Ungesunde Ernährung, klar, Fluorid in der Zahnpasta und in Schwarztee. Also Schwarztee ist da besonders reichhaltige Quelle. Fluorid hemmt die Aufnahme von Jod in die Schilddrüse und die Schilddrüse braucht aber Jod, um ausreichend arbeiten zu können. Und vor allem Fluorid in der Zahnpasta als Kariesprävention, ja. Gut, es hilft, vor Karies zu schützen, aber es belastet die Schilddrüse in sehr hohem Maße. Und ich empfehle eigentlich, eine fluoridfreie Zahnpasta zu verwenden, weil das, was der Körper fluorid aufnimmt, das lagert sich in die Schilddrüse ein, hemmt die Aufnahme von Jod und ist ein ganz wichtiger Trigger für Schilddrüsenunterfunktion. Vor allem, wer früh und abends sich die Zähne putzt und das sein Leben lang, der akkumuliert auch eine ganze Menge Fluorid in seinem Körper. Übergewicht führt zu einer Leptinresistenz und bei einer Leptinresistenz wird nicht mehr ausreichend TSH gebildet. Übergewicht ist aber auch eine wichtige Ursache für chronische Entzündungen im Körper. Und bei chronischen Entzündungen lässt die Schilddrüse nach. Und Dauerdiät, das sehe ich häufig bei jungen Frauen. Die junge Frauen sind so zwischen 18 und 30 Jahre, die auf Teufel komm raus, noch ein paar Kilo abnehmen wollen, eine perfekte Figur haben wollen oder abnehmen, es aber nicht schaffen, die dauerhaft auf Diät sind, immer zu wenig essen oder dauerhaft fast schon fasten. Wer auf Dauerdiät ist, ist in einem chronischen Energiemangelzustand, wo der Körper dann irgendwann sagt, okay, wir sind in einer Hungersnot, wir müssen jetzt Energie sparen. Die Schilddrüse wird runtergereguliert. Also wer dauerhaft auf Diät ist, hat dann üblicherweise auch eine Schilddrüsenunterfunktion. Das sehe ich ganz häufig bei jungen Frauen. Das sind die wichtigsten Sachen, was die Schilddrüse nicht mag, was die Schilddrüse belastet. Gerne nochmal in Ruhe angucken und überlegen, was hängt bei euch da vielleicht zusammen. Wenn ihr eine Schilddrüsenunterfunktion habt und die nicht erklären könnt, wenn ihr ein Hashimoto oder Morbus Basedow habt und den nicht erklären könnt, das hier sind 98% der Ursachen, die dahinter stecken. Meistens mehrere davon. Und jetzt gucken wir uns mal an, was man aktiv machen kann, um die Schilddrüse zu unterstützen. Ausführlicher ist es nochmal im Skript. Ich werde das jetzt mal hier ein bisschen zusammenfassend mitgeben. Ganz wichtig, auch wenn Thyroxin seine Daseinsberechtigung hat, der beste Arzt ist immer noch die Ernährung und unser Lifestyle.
Also, gib der Schilddrüse alles, was sie braucht und meide alles, was sie reizt. Was sie reizt, hatten wir gerade. Das können wir auch gerne in der Frage-Antwort-Runde dann nochmal ausführlich besprechen. Was mag die Schilddrüse? Die Schilddrüse mag eine flexible Ernährung. Das heißt, die Schilddrüse mag nicht, dass du dauerhaft dein Leben lang eine ketogene Ernährung machst, Low Carb oder dauerhaft nur Kohlenhydrate und kein Fett isst. Die Schilddrüse mag es, wenn du flexibel bist und immer mal wechselst. Verschiedene Nahrungsmittel, nichts dauerhaft, verschiedene Makronährstoffkompositionen, also immer mal was Neues ausprobieren, immer mal wechseln. Im Winter kann es vielleicht eher eine Low-Carb-Ernährung sein, im Sommer vielleicht eine sehr viel Obst, also eher eine kohlenhydratreiche Ernährung. Die Schilddrüse mag Flexibilität in deiner Ernährung. Gesunde Ernährung, klar. Gesunde Ernährung hat wenig Reizstoffe, wenig Giftstoffe und viele gesunde Nährstoffe für die Schilddrüse. Und was eine gesunde Ernährung ist, hatten wir, denke ich, schon in vielen Webinaren und in unseren ganzen Beiträgen auch schon einfach gesund. Eine gesunde Ernährung ist nährstoffreich, unverarbeitet, natürlich, ohne Zusatzstoffe, das heißt Obst, Gemüse, Beeren, Pilze, Nüsse, Samen, Sauerteig. Sauerteig ist besser als Nicht-Sauerteig. Gekeimte und abgekochte Hülsenfrüchte, wenn sie gut vorbereitet sind, probiotische Lebensmittel, Tee und Kaffee in Maßen. Zu viel Tee und Kaffee ist auch nicht gut für die Schilddrüse. Also wenn wir zu wenig schlafen, viel Stress haben und alle 2 Stunden 1-2 Tassen Kaffee trinken, um wach und funktionieren zu können, auch das ist nicht gut für die Schilddrüse. Das gehört für mich auch zu einer gesunden Ernährung dazu. Dann Sport und Bewegung, regelmäßige Bewegung, also täglichen Spaziergang, ein paar Mal die Woche joggen gehen, Kraftsport, den ganzen Körper fördern. Auch das ist wichtig für die Schilddrüse. Hitze und Kälte mag die Schilddrüse auch. Sowohl Hitze, also Sauna, Infrarotsauna und Sport, also Schwitzen, als auch Kälte, also kalt duschen. Kälte ist auch ein Reiz für die Schilddrüse, mehr zu arbeiten, weil die Schilddrüse eben auch Wärme produziert. Schilddrüsenhormone produzieren Wärme. Also immer mal in die Sauna gehen ist gut, immer mal schwitzen beim Sport ist sehr gut und immer mal kalt duschen ist auch sehr gut, vor allem bei Schilddrüsenunterfunktion. So. Wenn der Körper mit Giftstoffen überlastet ist, das heißt, wenn Darm und Leber gut entgiften, freut sich in der Regel auch die Schilddrüse. Wenn es Probleme in Darm und Leber gibt, vor allem auch in der Leber, wenn die Leber nicht ausreichend entgiften kann, ein bisschen zusätzliche Unterstützung braucht, dann drosselt das in der Regel auch die Schilddrüsenfunktion. Und dann gibt es noch so ein paar Superfoods, die wirklich, wirklich gut für die Schilddrüse sind, die viele wichtige Nährstoffe für die Schilddrüse enthalten. Einmal Rinderleber. Eine gute Rinderleber enthält eigentlich alles, was die Schilddrüse braucht, bis auf Jod. Eine Rinderleber enthält Vitamin A, B, C, Eisen, Zink, Selen, Schwefelstoffe, Kupfer, Mangan, eine Rinderleber enthält alles, was die Schilddrüse braucht, mit Ausnahme von Jod. Algen. Algen sind meiner Meinung nach ein Superfood der Zukunft, weil sie zahlreiche Nährstoffe auch für die Schilddrüse enthalten. Jod und Selen eine ganze Menge, aber auch bestimmte Carotinoide wie Astaxanthin und Zeaxanthin und Fucoxanthin. Wer mit Jod aufpassen soll, ist natürlich bei Hashimoto oder Morbus Basedow. Wer das nicht hat, da kommen wir gleich noch dazu, sind Algen, ganz wichtiger Turbo für die Schilddrüse. Und auch Vitalpilze sind immer wertvoller für die Schilddrüse. Vor allem Cordyceps ist ja ein anregender Vitalpilz, der bei Schilddrüsenunterfunktion sehr, sehr wertvoll ist. Aber auch andere Vitalpilze wie Reishi und Mandelpilz haben sich extrem bewährt. Nährstoffe für die Schilddrüse ist nochmal ein eigener Punkt, den ich gerne nochmal darlegen möchte. Was braucht die Schilddrüse, um alle Hormone zu bilden? Und viele, viele Fragen, die mich vorher erreicht haben, haben sich um Nährstoffe gedreht. Lebensmittelquellen habe ich noch im Skript ausgiebig dargelegt. Vor allem, was die Schilddrüse braucht, um T4 und T3 zu bilden, sind Eisen, Zink, Selen, Jod und B-Vitamine. So, Eisen, Zink, Selen und B-Vitamine ist etwas, was jeder braucht und wo üblicherweise auch Patienten Mangel haben in mindestens einer von diesen Nährstoffen. Frauen mit einer Unterfunktion haben üblicherweise zu wenig Eisen. Wer sich eher vegetarisch ernährt, wenig Fleisch oder gar kein Fleisch, hat üblicherweise auch zu wenig Zink und B-Vitamine. Selen, also Eisen und Zink finden wir in rotem Fleisch, in Innereien, in Eiern, in Fisch, in Sauerteigprodukten und in fermentierten Lebensmitteln, B-Vitamin auch. Selen finden wir in Eigelb, in Fisch und Meeresfrüchten und in Paranüssen.
Jod haben einen Tagesbedarf von 200 bis 1000 Mikrogramm, nicht Milligramm, Verzeihung. Das ändere ich jetzt noch. Das kann ich jetzt hier nicht sitzen lassen. Mikrogramm. So. Bevor wieder Fragen kommen, Mikrogramm. Der Mindesttagesbedarf, um keinen Kropf zu bekommen, ist bei 100 Mikrogramm Jod. Und das ist üblicherweise auch das, was wir über jodiertes Speisesalz bekommen. Was aber eine optimal arbeitende Schilddrüse braucht, sind zwischen 200 und 1000 Mikrogramm. Männer üblicherweise mehr als Frauen. Aber mit 200 Mikrogramm Jod ist es nur bei den wenigsten getan, weil der ganze Körper braucht Jod, nicht nur die Schilddrüse, sondern der ganze Körper. Und in der Regel haben wir mit 200 Mikrogramm Jod immer noch einen Jodmangel. Zu Hashimoto und Morbus Basedow komme ich gleich noch. Zur Prävention von Autoimmunerkrankungen, vor allem wer eine Schilddrüsenunterfunktion hat und Hashimoto vorbeugen möchte, Omega-3-Fettsäuren, Vitamin A und D sind essentiell, damit sich die Schilddrüse nicht entzündet und sind essentiell für die, fürs Immunsystem, für die Selbst- und Fremdtoleranz. Bei einer Autoimmunreaktion ist es ja so, dass das Immunsystem verlernt, was ist mein eigenes Gewebe, was ist körperfremd. Und Vitamin A, D und Omega-3-Fettsäuren sind drei Nährstoffe, die verhindern, dass das Immunsystem diese Fähigkeit verliert und auf einmal auf körpereigenes Gewebe losgeht. Also im engeren Sinne sind Eisen, Zink, Selen, Jod und B-Vitamine wichtig. Im weiteren Sinne für die Schilddrüse auch Vitamin A, D und Omega-3-Fettsäuren. Für die, ganz kurz für die Therapeuten hier, auch das ist ganz interessant, was wo beteiligt ist. Für die Bildung von T4 brauchen wir nicht nur Tyrosin, die Aminosäure Tyrosin, sondern auch Eisen, B-Vitamine, Zink und Jod. Und für die D-Iodase, die aus T4 T3 macht, brauchen wir Selen und auch ein bisschen Zink. Das ist so die Aufteilung. Und Vitamine A und D sind vorrangig fürs Immunsystem da. Wir wissen aber auch, dass Vitamine A und D in der Schilddrüse gespeichert werden und da auch entzündungslindernde Funktionen haben. Das wollte ich noch hinzufügen. So, das ist jetzt mal meine kleine Geschichte, damit auch jeder mal ein bisschen hier eine Praxisrelevanz hat und wie das aussehen könnte. Ich hatte eigentlich, bevor ich viel Ahnung von der Schilddrüse hatte, hatte ich meine ganze Jugend hindurch eine Schilddrüsenunterfunktion. Das ist bei mir in der Familie häufig. Ich hab schon immer jedes Jahr einmal ein Blutbild bei mir machen lassen, auch als ich dann studiert habe, aber erst relativ spät habe ich gelernt, was eigentlich eine gesunde Schilddrüse ist und was eine gesunde Schilddrüse braucht. Und ich hatte immer TSH-Werte von über 2,5, teilweise über 3,5. Und es gab da mal einen Punkt, wo ich wirklich sehr, sehr dauermüde war, viel schlafen musste, den trägen Stoffwechsel hatte. Das war im Oktober 2015. Da hatte ich einen TSH-Wert von 3,5. Ich hatte eine vergrößerte Schilddrüse, aber kein Hashimoto. Und was ich dann gemacht habe, ich habe gewusst, ich habe kein Hashimoto. Ich habe mich schon gesund ernährt, aber anscheinend hat meine Schilddrüse immer noch zu wenig von bestimmten Nährstoffen bekommen. Ich habe mehr gegessen. Ich war zu dem Zeitpunkt, habe ich sehr, sehr viel Sport gemacht und zu wenig gegessen. Ich habe einfach viel mehr gegessen, viel mehr Kalorien gegessen und mein Sportpensum ein bisschen reduziert. Ich habe geschaut, dass ich trotzdem ausreichend Schlaf und wenig Stress habe. Ich habe in dem Zeitraum angefangen, täglich zu meditieren. Das mache ich seit über 5 Jahren. Und ich habe auch mehr Innereien gegessen, vor allem Rinderleber und Herz, enthält auch viel Selen. Und ich habe täglich Algen oder Algenextrakte eingenommen. Ich habe 2 Monate lang täglich 1 Milligramm Jod aus Algen eingenommen. Mittlerweile bin ich bei einer Tagesdosis von 750 Mikrogramm Jod. Und innerhalb von 5 Monaten waren meine Schilddrüsenwerte perfekt. Das Schilddrüsenvolumen hatte wieder abgenommen. Mein TSH war bei unter 2, mein T3 war bei fast 4. Ich habe mich gut und energetisch gefühlt und innerhalb weniger Monate war aus meiner Unterfunktion eine optimal arbeitende Schilddrüse geworden. Und auch in so kurzer Zeit hat sich das Schilddrüsenvolumen wieder auf ein gesundes Maß reduziert. So, ein bisschen vorgespult, November 2020. November hatte ich sehr, sehr, sehr viel Arbeit und hatte auch viel Stress, viel Druck. Und habe dann noch meine Schilddrüsenkontrolle gemacht. Und obwohl die Jahre davor meine Schilddrüse immer optimal gearbeitet habe, habe ich jetzt im letzten November gemerkt, TSH war wieder erhöht und mein T3 war bei 3,3, hat gezeigt,
dass meine Schilddrüse wieder Richtung Unterfunktion geht und dass meine Schilddrüse vor allem, wenn es mal nicht optimal ist und in dem Zeitpunkt hatte ich viel Stress, das kommt vor, hat die Schilddrüse sofort reagiert, hat erkannt, dass es sich um eine schlechte Zeit handeln muss. Und ja, als ich das dann gemessen habe, auch im Blut, ich bin ja auch nur ein Mensch, es gibt bei mir auch mal Phasen, wo ich mehr Stress habe. Wichtig ist, dass man es erkennt und dass man dann auch darauf reagiert. Genau, und wenn ich jetzt nochmal nachmessen würde, wäre es wahrscheinlich wieder optimal. Aber es ist ein ständiges Auf und Ab mit der Schilddrüse. Man muss ein Leben lang dranbleiben. Vor allem, wer zu einer Unterfunktion oder Hashimoto neigt. Aber jetzt vielleicht mal als Beispiel, wie es aussehen könnte, wie es bei mir ausgesehen hat und wie schnell es manchmal gehen kann. Das ist jetzt für alle hier mit Hashimoto und Morbus Basedow, die fragen, was soll ich denn jetzt machen? Thyroxin weiterhin einnehmen, da möchte ich gar nicht reinreden, aber vielleicht auch, um die Schilddrüse auf natürliche Weise wieder zu unterstützen, anzuregen und auf Dauer das Thyroxin auszuschleichen, habe ich jetzt mal ein kleines Hashimoto-Protokoll. Erstmal Stress reduzieren, ausreichend schlafen, tägliche Auszeit nehmen und alte Traumata aufarbeiten. Das ganze seelische, psychosomatische, wirklich absolute Grundlage. Weniger Stress im Alltag, da mein eigenes Webinar drüber, jeden Tag mindestens 8 Stunden schlafen und täglich eine Auszeit. Ich empfehle jeden Tag, die eine Stunde nur für dich zu nehmen, ohne Handy, ohne Fernseher, ohne alles, ohne andere Menschen, einfach nur eine Stunde für dich, wo du mit einer Tasse Tee in der Natur sitzt, wo du ein Buch liest, wo du meditierst, wo du einen Spaziergang machst, wo du eine Runde joggen gehst. Eine Stunde jeden Tag nur für dich, ganz wichtig. Und wenn du alte Traumata hast aus deiner Kindheit, aus früherer Zeit oder einen Unfall hattest, aufarbeiten. Dann lass dich auf Schwermetalle untersuchen, am besten eine Haarmineralanalyse. Lass dich auf Leaky Gut-Syndrom untersuchen, am besten eine Stuhlanalyse. Da haben wir auch ein eigenständiges Webinar. Lass deine Blutwerte messen, und zwar alle. TSH, T4, T3, RT3 und die Antikörper, und lass einen Ultraschall machen, damit wir einen guten Überblick bekommen, wo es eigentlich hier, welche Werte sind abnorm. Dann Nährstoffe zuführen, Vitamin A, D, Omega-3, Eisen, Zink, Selen, B-Vitamine. Diese Nährstoffe einnehmen, im Blut nachmessen und gute Blutwerte anvisieren. Zusätzlich Antioxidantien einnehmen, weil die Schilddrüse, um die Entzündung zu lindern, viele Antioxidantien aus der Ernährung braucht und in der Regel auch zusätzliche Unterstützung braucht. Zwei Antioxidantien, die sich bewährt haben und die sich auch in Studien bewährt haben für die Schilddrüse, sind OPC und Kurkumin oder Vitalpilzextrakte. Eine generelle Empfehlung bei Hashimoto, Cordyceps-Extrakt, komme ich gleich noch dazu. Oder, das ist ein bisschen teurer, aber super Erfahrungen, Reishi, Mandelpilz und Cordyceps-Extrakt zusammen mit den anderen Nährstoffen. So, und dann noch natürlich gesunde Ernährung, kein Gluten. Und wenn das alles der Fall ist, vor allem wenn die Nährstoffe aufgefüllt sind, wenn Antioxidantien aufgenommen werden, wenn dann die Entzündungs- und Antikörperwerte sinken, dann in Absprache mit dem Arzt oder Therapeuten Jod einschleichen. Der Körper braucht Jod, und die Schilddrüse braucht Jod. Das Problem bei Hashimoto ist, immer wenn der Körper Jod oder wenn die Schilddrüse Jod aufnimmt, werden in kleinen Mengen freie Radikale gebildet. Und diese Radikale können die Schilddrüse bei Hashimoto zu einem neueren Schub triggern. Wenn die Schilddrüse allerdings alle Nährstoffe hat, die sie braucht und auch mit Antioxidantien aufgepumpt ist, dann kann die Schilddrüse auch wieder lernen, Jod aufzunehmen. Und dann braucht sie das Jod auch. Also erst alles andere optimieren und dann langsam Jod einschleichen, ist wichtig bei Hashimoto. Bei Basedow ist es was anderes. Bei Hashimoto ist es wichtig, irgendwann wieder Jod einzuschleichen. Beginnend mit 100 Mikrogramm täglich, langsam steigern. Und das ist wirklich, also wenn du irgendwo liest oder wenn der Arzt sagt, grundsätzlich bei Jod, sie dürfen nie wieder jodhaltige Lebensmittel essen, sie müssen ihr Leben lang bei Jod aufpassen, immer, Jod ist absolut toxisch, ist das falsch. Weil, ja, wenn die Schilddrüse entzündet ist, kann sie Jod nicht optimal aufnehmen.
Aber es ist wichtig, die Schilddrüse wieder in einen Zustand zu bringen, wo sie weiß, wie man Jod aufnimmt, ohne dabei eine zusätzliche Entzündungsreaktion auszulösen. Eine richtig gute Empfehlung, die ich gerne noch geben möchte, auch weil wir das Thema hatten, ist der Cordyceps, der Raupenpilz. Das ist ein Vitalpilz, den wir auch schon öfters hatten in den Webinaren, der in der freien Natur Raupen befällt und infiziert. Aber wir wissen heute, wie man den Cordyceps im Labor züchten kann, ohne Raupen, völlig steril. Ist ein anregender Pilz für den Stoffwechsel, auf die Schilddrüse und auf die Nebenniere sowohl anregend als auch entzündungslindernd und antikörpersenkend, reguliert die Schilddrüse und ist insgesamt einfach energetisierend, blutbildend, sauerstoffsättigend, erhöht die ATP-Bildung und die Thermogenese im Körper. Also ist genau das, was eigentlich jemand mit einer Schilddrüsenunterfunktion braucht. Es gibt eine ganz interessante Studie für die Therapeuten hier. Lest die Studie gerne nochmal in Ruhe durch. Dies zeigt, dass der Cordyceps ein Adaptogen ist, also dem Körper das gibt, was er gerade braucht. Und heißt, bei einer Unterfunktion wirkt er anregend und bei einer Schilddrüsenüberfunktion wirkt er lindernd. Da gibt es eine Studie, die das sehr schön gezeigt hat. Da wurden sowohl Basedow als auch Hashimoto-Patienten Cordyceps-Pulver gegeben, 24 Wochen lang, 2 Gramm Cordyceps-Pulver täglich. Und die zwei Gruppen waren wirklich sehr verschieden. Die eine hatten Unterfunktion, die anderen Überfunktion. Alle hatten hohe Entzündungs- und Antikörperlevel. Und nach 24 Wochen waren die Gruppen relativ angenähert. Der Cordyceps war in allen Fällen entzündungs- und antikörperlindernd. Die Symptome haben sich verbessert. Bei Hashimoto haben sich die Schilddrüsenwerte erhöht, bei Basedow reduziert. Und auch die Immunzell-Subtypen haben sich angenähert. Bei Hashimoto üblicherweise haben wir eher eine TH2-Immundominanz und bei Basedow eher TH1. Bei dieser Studie haben sich nach 24 Wochen die Gruppen angenähert, was sehr interessant ist. In allen Fällen war er antikörper- und entzündungslindernd und hat die Symptome stark verbessert, aber auch die Entzündungsreaktionen stark gelindert. Also Cordyceps ist eine sehr, sehr gute Empfehlung bei vielen Problemen, aber besonders hier. Ein paar Fallbeispiele aus der Praxis habe ich noch, die ich gerne geben möchte mit Hashimoto-Patienten. Erstmal eine Frau, 49 Hashimoto. Seht man hier, sehr hoher TSH-Wert und hier die Antikörperlevel. Also die Fallbeispiele sind jetzt eher für die Therapeuten auch gedacht. Hohe Antikörperlevel, klare Unterfunktion. Und 5 Monate später hat sich der TSH-Wert fast halbiert und die Antikörperlevel sind deutlich runtergegangen. Was ist passiert? Die Frau hat angefangen, Reishi und Mandelpilzextrakt zusammen mit Vitamin C zu nehmen, was ja ähnlich wie bei Cordyceps die Entzündungs- und vor allem Autoimmunreaktionen deutlich gelindert hat. Und zusammen mit Cordyceps würde sich hier wahrscheinlich ja noch eine deutliche anregende Schilddrüsengesundheit ergeben. Aber das wird jetzt ein paar Mal kommen. Reishi und Mandelpilzextrakt ist bei vielen Autoimmunreaktionen eine sehr gute Kombination. Auch bei Hashimoto hat sich das häufig bewährt. Ähnlicher Fall, Frau 61 Jahre Hashimoto, hat die Ernährung umgestellt, also keine Kreuzblütler, keinen Kohl mehr gegessen, mehr Fisch und Meeresfrüchte und Selen zusätzlich eingenommen. Und hier auch, Selen ist wichtig, um Jod abzupuffern. Also auch das Risiko, dass Jod irgendwas bei Hashimoto triggert, wird gelindert, wenn zeitgleich Selen eingenommen wird. Ansonsten neben der Ernährungsumstellung hat die Frau Reishi und Mandelpilzextrakt eingenommen, zusammen mit Vitamin C für die bessere Aufnahme früh und Abend. Und sehen wir uns das mal an. Im Verlauf von 2 Jahren ist der TSH-Wert schrittweise runtergegangen. Die Antikörper sind von relativ hohen Werten fast auf null runtergegangen. Der T3-Wert ist jetzt hier nicht dabei, hat sich aber auch gut eingependelt. Und das zeigt, dass es manchmal einfach auch ein bisschen dauern kann, vor allem bei einer Autoimmunreaktion, bis sich das verbessert. Aber vor allem hier, nach bereits einem Jahr hatten sich die Antikörperlevel um 80% gelindert und nach 2 Jahren waren kaum noch Antikörperlevel feststellbar. Und das nur mit der Ernährungsumstellung, Selen, Jod und Reishi und Mandelpilzextrakt. Wer das dann nochmal in Ruhe nachlesen möchte, steht dann auch alles im Skript drin. Dann noch das dritte Fallbeispiel, eine Frau, 23 Jahre alt, Hashimoto, Essstörungen, also auch Dauerdiät, chronische Müdigkeit und Thyroxineinnahme. Oktober 18 hat sie einen sehr, sehr hohen TSH-Wert gehabt von über 7, sehr hohe Antikörperlevel, die zeigen, dass es wirklich zu einer akuten und sehr starken Autoimmunreaktion auf die Schilddrüse gekommen ist. Und 5 Monate später
hat sich der TSH-Wert von 7 auf 0,7 reguliert und die Antikörperlevels sind von sehr, sehr hohen Werten auf auf unter 10% der Ausgangswerte runtergegangen. Was hat sie gemacht? Reishi-Mandelpilzextrakt eingenommen mit Vitamin C frühen Abend und innerhalb von weniger Monaten haben wir hier eine deutliche Besserung festgestellt. Dann wurden noch an der Ernährung ein bisschen Änderungen durchgeführt, Stressreduktion, alte Traumata wurden eingegangen, um die Essstörung anzugehen. Und als Initialzündung war tatsächlich die Einnahme von Reishi-Mandelpilzextrakt zusammen mit Vitamin C anzusehen und darauf aufbauend konnte man dann noch die weitere Therapie weiter spezialisieren. Also auch ein wichtiges Learning und wird noch sehr unterschätzt. Vor allem bei Hashimoto, aber generell bei einer Unterfunktion sind Vitalpilze extrem wertvoll. Cordyceps ist eine allgemeine Empfehlung, um die Schilddrüsengesundheit anzuregen. Sowohl bei einer Unter- als auch bei einer Überfunktion hat es sich bewährt. Ist auch stark entzündungslindernd. Löwenmähne würde ich sehr empfehlen, wenn ein Leaky Gut-Syndrom vorliegt. Da haben wir auch noch ein eigenständiges Webinar drüber. Reishi-Mandelpilz, vor allem bei einer Autoimmunreaktion bei Hashimoto und bei Morbus Basedow, sehr empfehlenswert. Kann man auch zusammen mit Cordyceps kombinieren. Wann Extrakte sinnvoll sind, es sind natürlich alles auch Lebensmittel, die man in die Ernährung einbauen kann. Aus Cordyceps und Reishi kann man einen starken Sud oder eine Tinktur machen. Löwenmähne und Mandelpilz kann man in die Ernährung einbauen. Extrakte haben den Vorteil, dass sie auf Dauer einfach ein sehr gutes Kosten-Nutzen-Verhältnis haben. Das heißt, sie enthalten die Essenz von den ganzen Vitalpilzen, aber sind deutlich günstiger in der Einnahme. Sie sparen viel Aufwand und Zeit, sind eine natürliche Anregung der Schilddrüse. Und mit den heutigen technologischen Mitteln, die wir haben, ist es möglich, sehr hochdosierte und auch sehr qualitativ hochwertige und reine Vitalpilz-Dual-Extrakte zu erwerben und zu nutzen. Deswegen, Extrakte sind ja keine Pflicht, aber es sind einfach sehr viel kostengünstiger auf Dauer und sparen viel Zeit und Aufwand. Die meisten Vitalpilzprodukte auf dem Markt sind gefaked oder gestreckt, vor allem die günstigen Produkte auf Amazon. Es ist wie bei Fleisch, das 3 Euro pro Kilo Fleisch im Discounter ist nicht dasselbe wie ein gutes Steak von einer glücklichen Kuh von der Weide. Ähnlich ist es auch von Pilzen, gute Qualität hat seinen Preis. Und wenn du gerne die Pilze für dich nutzen möchtest, auch ein paar Extrakte für dich nutzen möchtest, als Ergänzung zu allen Tipps aus diesem Webinar, dann kann ich dir die Extrakte der spanischen Firma Hifasaterra sehr empfehlen. Die Produkte hatten wir auch in den Webinaren hier schon häufig und kommen gut an. Es sind sehr potente Extrakte, die zwar hochpreisiger sind als ähnliche Produkte, aber auch sehr viel reiner, qualitativ hochwertiger und höher dosiert sind. Und vor allem auch eine Qualität eigentlich alle anderen oder die meisten anderen Produkte deutlich übersteigen. Mycocord als Cordyceps-Extrakt ist eine sehr gute Empfehlung, pauschal für alle Schilddrüsenprobleme. Das hatten wir jetzt schon. Und generell, wer mehr Energie möchte als Anregung, als natürliche Anregung für den Stoffwechsel, fürs Nervensystem, für die Nebennieren, das ist eine Empfehlung, die ich sehr gerne geben kann. Mit dem Rabattcode GESUND5 sparen alle Teilnehmer von diesem Webinar 5% auf den Einzelpreis von Mycocord. Und wenn du gerne die Kombination für deine Schilddrüse aus Reishi, Mandelpilz und Cordyceps nutzen möchtest, besonders bei Hashimoto, Morbus Basedow, ist es eine sehr gute Empfehlung. Ist ein bisschen teurer, die drei Sachen parallel einzunehmen, aber wer das gerne nutzen möchte, gerade aus den Fallbeispielen, haben wir damit sehr gute Erfahrungen gemacht. Zusammen mit den ganzen anderen Empfehlungen aus diesem Webinar, bei diesen drei Produkten zusammen gibt es 15% Rabatt mit dem Rabattcode GESUND15, das, also die drei Produkte in den Warenkorb leben und an der Kasse dann den Rabattcode eingeben. Die Links dazu findet ihr jetzt in der E-Mail, die ihr bekommt, als auch im Chat und im Skript wird es dann auch sein. Der Rabattcode wird ein paar Tage halten, also kein Druck. Und für die Einzelprodukte gesund 5 und für die Dreierkombination gesund 15 sind auf 15% Preisnachlass. Und wer über diesen Link hier bestellt, der unterstützt damit auch unsere Arbeit und gibt uns weiterhin die Möglichkeit, diese Webinare kostenlos für alle zur Verfügung zu stellen. Da bekommen wir eine kleine Provision und ihr bekommt da auch die Produkte, die euch im Grunde bei euren gesundheitlichen Zielsetzungen optimal unterstützen. Bitte zusammen mit den ganzen anderen Empfehlungen aus diesem Webinar nicht einfach blind einschmeißen und hoffen, dass es besser wird. Es gibt natürlich genug Fallbeispiele, die gezeigt haben, dass nur die Einnahme dieser Pilzextrakte gut helfen. Aber was ich wirklich empfehlen kann,
ist alles aus diesem Webinar umzusetzen, nicht alles auf einmal, sondern nach und nach, und diese Pilze vielleicht als Initialzündung und als Starthilfe nutzen. Und wer das gerne längerfristig für sich nutzen möchte, kann es gerne machen. Aber viele nutzen das für die ersten 1-2 Monate als Starthilfe, weil sie dann noch schnell eine Besserung spüren und dieses mehr an Energie und diesen Impuls und dieses Momentum nutzen und längerfristig an der Gesundheit zu arbeiten. 3 Bücher, die ich auch empfehlen kann für die Schilddrüse, habe ich hier nochmal reingepackt. Wer sich ein bisschen mehr mit der Thematik beschäftigen möchte, ein bisschen nachlesen möchte und noch viele Studien haben möchte, diese 3 Bücher gerne nochmal in Ruhe angucken. Wir werden auch auf Schnell einfach gesund in der nächsten Woche einige Beiträge zum Thema Schilddrüse veröffentlichen, auch viele Studien ins Quellenverzeichnis packen. Wer die Studien nachlesen möchte, auch zu diesem Webinar, sind da alle enthalten, sowie in diesen Büchern hier. Dann bin ich jetzt eigentlich am Ende. Ich würde jetzt noch mal eine kurze Zusammenfassung geben und dann auch schon zur Frage-Antwort-Runde übergehen. Wie gesagt, jeder hat jetzt schon in seinem Posteingang die E-Mail erhalten mit der Aufzeichnung, mit dem Skript und weiteren Empfehlungen. Auch die Links zu den Vitalpilzextrakten sind da drin, aber auch weitere Produkt- und auch Praxistipps. Meine kurze Zusammenfassung: Die Schilddrüse regelt maßgeblich unseren Energieverbrauch und auch unsere Lebensenergie im weitesten Sinne. Die Schilddrüse steckt am Schalthebel von Energieverbrauch und auch Fortpflanzung indirekt, also alles, was Energie hat. Und weil unser Körper von Natur aus am liebsten Energie spart, um sein Überleben zu sichern, ist die Schilddrüse am Schalthebel und kann, wenn sie merkt, dass wir uns nicht in optimalen Zeiten befinden, die Energie drosseln, indem sie in eine Unterfunktion geht. Nicht optimale Bedingungen, die für die Schilddrüse eine schlechte Zeit bedeuten, sind Stress, Nährstoffmängel, ungesunde Ernährung, chronische Entzündung, Schlafmangel, Infekte, eine dauerhafte Diät, aber auch bestimmte Toxine. Und optimale Bedingungen ist im Grunde alles, was wir unter einer gesunden Ernährung, einer gesunden Lebensführung verstehen. Das fängt an bei aktiver Entspannung, aber auch bei Selbstliebe und Selbstbewusstsein, geht dann über eine gesunde Ernährung, gezielte Nahrungsergänzung bis zu einem fitten Immunsystem, eine gute Entgiftungsfähigkeit, immer mal kalt duschen und in die Sauna gehen, Sport treiben, bis hin zu Vitalpilzen und Antioxidantien in der Ernährung. Zum Messen der Werte hilft eine jährliche Blutanalyse. Ich empfehle nicht nur TSH, sondern auch T4 und T3 zu messen und regelmäßig beim Arzt einen Ultraschall machen zu lassen, bei Verdacht auf eine Unter- oder Überfunktion. Oder wenn das nicht geht oder nicht praktisch ist oder wer privat versichert ist und das sowieso selber zahlen müsste, können wir auch die Bluttests von Lykon empfehlen. Da ist dann im Skript nochmal ein Rabattcode und eine Empfehlung enthalten. Jetzt bin ich ziemlich durch mit der Präsentation. Ich freue mich jetzt noch auf eine gute Frage-Antwort-Runde mit euch. Wenn einige Sachen hier zu schnell gingen, gerne nochmal in Ruhe alles angucken, gerne nochmal im Skript nachlesen und gerne auch jetzt in der Fragerunde nochmal fragen, wenn was dabei war, was nicht ganz verständlich war. Da war jetzt sehr viel Inhalt dabei, sicher für jeden was Neues. Und an der Stelle schon mal vielen, vielen Dank für eure Zeit und eure Aufmerksamkeit. Ich freue mich jetzt schon auf die Fragerunde. Wenn nachher noch Fragen kommen, auch für alle, die jetzt die Aufzeichnung angucken, könnt ihr mich jederzeit per E-Mail erreichen. Ich gehe dann noch gerne auf die ganzen Fragen ein. Und genau, dann wünsche ich noch weiterhin viel Spaß und bis gleich.